In diesem Video erkläre ich dir, wie dieses Tuch gestrickt wird. Ich zeige dir alles, was du dafür brauchst, wie es gestrickt wird. Es ist ein Dreiecktuch, zweifarbig, kraus rechts mit einem eingestrickten Zopf. Es ist nicht allzu schwer und so sieht es von der Rückseite her gesehen aus. Es ist so groß und kuschelig, dass man es um die Schultern herumlegen kann, wenn man am Schreibtisch sitzt, als Stola, um sich um die Schultern herum zu wärmen. Man kann es aber auch als Dreiecktuch tragen. Man könnte auch den Zopf umklappen und das Dreieck etwas kleiner machen. Man kann es auch mit einem Gürtel in der Taille schnüren, dann hat man so ein bisschen den Outlander-Look. Das Tuch ist also sehr vielseitig und nicht allzu schwierig. So, was braucht ihr nun dafür? Also, wie schon gesagt, braucht ihr zwei Farben, eine helle, eine dunkle. Und da könnt ihr zum Beispiel die nehmen, die ich genommen habe, Noru Honui. Das ist eine Wolle in Japan hergestellt, aber die Rohwolle kommt aus Neuseeland von Schafen und wird nicht gefärbt. Das heißt, die Schafe haben unterschiedliche Fellfarben und so fällt eben auch die Wolle aus. Und da könnt ihr den Zopf in hell machen, in einem hellen Ton, und den Grund vom Tuch in einen dunklen. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen, den Grund in hell und den Zopf in dunkel. Es gibt da wunderbare Farben und dann bekommt man den Outlander-Look, alles sehr natürlich gehalten, Schottland, Natur, raue Berge. Und wenn euch diese Stimmung gefällt, dann bleibt ihr in den Naturfarben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in bunt machen. Ich bleibe bei den japanischen Noru-Garnen und dann könnt ihr das Tuch in einem Verlaufsgarn machen von Noru. Ito würde sich anbieten, aber auch die klassische Kureon. Und das Ganze mit einer Uni-Farbe kombinieren. Hier zur Ito würde die Kashirokuru passen und den Zopf könnte man in Uni machen, den Grund des Tuches in Bunt und dann habt ihr so ein bisschen mehr Japan-Look, knallig, Manga, Anime, Tokio, ist ja eine Mischung aus Tradition und Moderne und das spiegelt sich halt auch in diesen bunten Farben wieder. Ihr braucht also zwei verschiedene Wollen und von der ersten Wolle braucht ihr 300 Gramm. Es eignet sich eine Wolle, die man mit Nadel 4 bis 5 verstricken kann, wie hier zum Beispiel die Ito 4,5 bis 5. Und die Lauflänge beträgt 100 Meter auf 50 Gramm, beziehungsweise weil jeder Bobbel 200 Gramm hat, dann also 400 Meter. Und davon braucht ihr dann 300 Gramm, also zwei Bobbel. Und einen Uniton dazu. Davon braucht man dann ein bisschen weniger, 60 bis 80 Gramm. In der gleichen Stärke in etwa. Und in Gesamtlauflänge braucht ihr von der einen ja 600 bis 700 Meter, je nach Größe, und von der zweiten Farbe nur so 100 bis 200 Meter. Das richtet sich ja aber auch ein bisschen nach eurer Strickweise. Dann braucht ihr noch eine Nadel. 4,5 bis 5 steht auf den Etiketten drauf, aber das Tuch soll locker gestrickt werden. Deshalb habe ich hier mal 5 bis 6 hingeschrieben und ihr braucht auch eine Zopfnadel. So, kommen wir mal zu ein paar Eckdaten. Das Tuch hat diese Form, also ein symmetrisches Dreieck mit einem eingearbeiteten Zopf. Gestrickt wird von hier unten, es wird also mit wenig Maschen angefangen. Und mein Tuch, was ich euch hier gezeigt habe, es hat hier auf der stärksten Stelle 90 cm und es ist 2,20 Meter lang oder 220 cm. Die Anleitung besteht aus vier Hauptregeln und
Die erste davon lautet Farbe 1, also was bei mir das Dunkelbraun ist. Ich stricke es aber gleich in hell vor, weil das Dunkel kann man hier wirklich nicht gut sehen. Also Farbe 1 komplett nur kraus rechts. Farbe 2, was bei mir hier dieses hellere Braun ist, ist der Zopf. Den Zopf erkläre ich gleich gesondert. Das dritte, was ihr euch merken müsst, sind Zunahmen, die erfolgen an dieser Seite und zwar aus dem Querfaden in jeder Hinreihe nach der Randmasche. Und wenn ihr auf der Hälfte des Tuches angelangt seid, kommen die Abnahmen auch am Anfang jeder Hinreihe nach der Randmasche, indem zwei Maschen rechts zusammengestrickt werden. Vierte Regel lautet, Randmaschen immer nur als Knötchenrand, also immer rechts. Alle Randmaschen. So, und den Zopf wollte ich ja nochmal gesondert beschreiben. Der Zopf geht über 9 Maschen und über 8 Reihen, die immer und immer wiederholt werden. Ihr braucht eine Zopfnadel dafür und Reihe 1 und 2 strickt ihr glatt rechts normal. In Reihe 3 wird verzopft. Ihr könnt es ablesen. Dann Reihe 4 bis 6 wieder glatt stricken und Reihe 7 wird wieder verzopft. Wie das seht ihr hier eingeblendet. Und achte Reihe wieder in glatt. So, und diese Reihen werden immer wiederholt. Strick's euch auch gleich vor. So, jetzt wird gestrickt. Und mit diesen Farben stricke ich vor. Blau ist meine Farbe 1, also die Grundfarbe, die hier im Tuch das dunkelbraun ist. Und gelb ist meine Farbe 2, also die Farbe hier im Tuch, das hellbraun für den Zopf. Angeschlagen wird in Farbe 1, nehme den Kreuzanschlag und es werden 6 Maschen angeschlagen. Dann kommt die erste Reihe, das ist eine Rückreihe, die mit rechten Maschen gestrickt wird. So. Jetzt stricke ich weiter in kraus rechts und nehme am Anfang jeder Hinreihe nach der Randmasche eine Masche rechts zu aus dem Querfaden. Ich stricke also die Randmasche. Dann hole ich mir den Querfaden, lege ihn verschränkt auf die linke Nadel und stricke eine Masche heraus und beende die Reihe mit rechten Maschen. Das war die erste Zunahme, es sind 7 Maschen auf der Nadel. Rückreihe, komplett rechte Maschen. In den Rückreihen gibt es keine Zunahmen oder auch später dann keine Abnahmen. Wenden, es kommt die nächste Hinreihe wieder mit einer Zunahme. Also die Zunahmen kommen jetzt in jeder Hinreihe am Anfang aus dem Querfaden. Also Randmasche rechts. Dann wieder eine Zunahme. Ich mache die immer so, dass ich von hinten nach vorne unter den Querfaden steche, dann den verdreht auf die linke Nadel lege und eine rechte Masche herausstricke. Dann habe ich aus dem Querfaden eine rechte Masche zugenommen und verschränkt gestrickt und dann beende ich die Reihe mit rechten Maschen. Es sind 8 Maschen auf der Nadel. Ich wende und stricke die Rückreihe auch mit rechten Maschen. Wenn 8 Maschen auf der Nadel sind,
nehmt ihr euch Farbe 2, also die Farbe, die bei euch der Zopf sein soll, und strickt die Randmasche, die Zunahme, hängt euch einen Maschenmarkierer ein, nehmt dann wieder die Farbe 1 zur Hand, holt euch den Faden von Farbe 1 um den Faden von Farbe 2 herum und strickt die restlichen 7 Maschen mit Farbe 1. Wenden. Sieben Maschen mit Farbe 1 stricken. Maschenmarkierer umhängen, Farbe 2 zur Hand nehmen, dabei wieder einmal um den Faden herum drehen, damit es später keine Löcher gibt, und die Reihe mit linken Maschen in Farbe 2 beenden. Diese beiden letzten Reihen wiederholt ihr jetzt, bis 17 Maschen auf der Nadel sind. Ich gehe zwischendurch schon mal her und vernähe die Anfangsfäden, weil die mir ständig im Weg sind und mich nerven. Normalerweise mache ich das immer zum Schluss, aber in diesem Fall will ich die aus dem Weg haben. Und bei Tüchern vernähe ich nicht am Rand, damit da nicht irgendwann immer die kleinen Fäden abstehen, weil die sich ja immer rauswühlen, kann man Gift drauf nehmen. Deshalb vernähe ich bei Tüchern auf der Rückseite, wenn es eine Tuchrückseite gibt, und gehe ins Tuchinnere. Und dann habe ich die jetzt hier schon mal aus dem Weg, den gelben auch, weg damit. Hier kann man entlang der Trennung gehen und so eine Sicherungsschlinge. Und wenn man so dochtartige Garne hat, kann man auch ganz gut dann das Ende durch den Faden durchstechen und verschneiden. So, wenn 17 Maschen auf der Nadel sind, passieren zwei Dinge gleichzeitig. Erstens, ihr nehmt euch das zweite Knäuel eurer Grundfarbe, Farbe 1, mit dazu. Zweitens, ihr fangt an, im Zopfmuster zu stricken. Bis dahin habe ich den Zopfpart nur in glatt rechts gestrickt, aber jetzt wird angefangen zu verzopfen. Das heißt ganz konkret, ihr nehmt das dritte Knäuel, strickt die Randmasche rechts in Farbe 1, strickt die Zunahme aus dem Querfaden, wie gehabt, in Farbe 1, hängt euch den zweiten Maschenmarkierer ein, nehmt die Farbe 2 von unten nach oben um den Faden herum und strickt Reihe 1 des Zopfmusters. Das wird ja über 8 Reihen gestrickt. Ich hatte es euch gezeigt. Ich mache mir jetzt einen Marker, dass ich in Reihe 1 des Zopfmusters bin. Könnt ihr euch eine Strichliste machen oder einen Reihenzähler nehmen. Aber ich finde das immer ganz hilfreich. Und die erste Reihe des Zopfmusters besteht ja nur aus rechten Maschen. Dann komme ich wieder an den zweiten Maschenmarkierer.
Die Maschenmarkierer sind jetzt im Grunde völlig überflüssig, weil man sieht ja ganz genau, wo die Trennung ist. Am Anfang zur Einteilung, gerade für Anfänger, sind sie noch ganz hilfreich, aber jetzt nehme ich den auch raus. Das zweite Knäuel von Farbe 1 und die Reihe mit 7 rechten Maschen beenden. So, Rückreihe. Die ersten 7 Maschen rechts. Im ersten Knäuel, dann wieder die Zopffarbe. Wenn man geschickt dreht, dann verheddert sich das auch hinten nicht so. Jetzt kommt die zweite Reihe des Zopfmusters mit linken Maschen. Und zwar 9 Stück, 8 und 9. Maschenmarkierer rüber. Ich lasse ihn jetzt noch mal über ein paar Reihen, aber eigentlich sieht man es ja jetzt sehr deutlich. Faden nach unten. Zweite Knäuel nehmen. Und Achtung, jetzt raus rechts stricken. Die Zunahme und die Randmasche. Genauso. So, wenn ich dann gewendet habe, gucke ich immer, dass die Knäule sich auch nicht verheddern. Aber ihr seht, wenn man gut dreht, haut das hin. Und jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt kommt nämlich die erste Verzopfungsreihe. Der Anfang bleibt wie gehabt. Randmasche jetzt rechts. Zunahme aus dem Querfaden. Nächste Masche rechts. Ich mache den Maschenmarkierer jetzt raus. Wer mag, lässt ihn einfach drin. Wer gerne noch mal so eine optische Unterstützung hätte. Die Fäden wieder verdrehen. Und es kommt die Reihe 3 des Zopfmusters. Zopfnadel kommt zum Einsatz. Werden erstmal 3 Maschen rechts gestrickt. Die nächsten 3 Maschen auf die Zopfnadel vor die Arbeit gelegt, dann 3 Maschen rechts stricken, und dann die 3 Maschen der Zopfnadel rechts abstricken. So. Faden hängen lassen und die Reihe mit rechten Maschen beenden, 7 an der Zahl. Wenden. Bin wieder am Zopf, und zwar in der vierten Zopfreihe. Alle Zopfmaschen links, ich könnte auch sagen, alle stricken, wie sie erscheinen. Das zweite Knäuel und kraus rechts stricken und die Reihe so beenden. Ich bin beim Zopf in Reihe 7. Das ist ja wieder eine Reihe, in der verzopft wird, und diesmal in der Art, dass die ersten 3 Maschen hinter die Arbeit gelegt werden. Dann werden 3 Maschen rechts gestrickt.
Dann die Maschen von der Zopfnadel. Rechts gestrickt. Ich versuche immer die Nadeln in der Hand zu halten und nicht loszulassen, weil ich das nicht mag, wenn man dann wieder danach rumfischen muss. Manchmal ein bisschen rüppelig, aber das fällt mir leichter. Wenn es euch nicht leichter fällt, könnt ihr natürlich diese Nadel, die vordere Nadel loslassen und die Zopfnadel richtig zur Hand nehmen. Dann kommt die sowieso weg und die letzten drei Maschen des Zopfs werden dann rechts gestrickt. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, macht euch ein Screenshot von der Erklärung des Zopfmusters. Dann wieder Farbe 1 zur Hand und die Reihe mit 7 rechten Maschen beenden. Wenden. 7 Maschen rechts. Die 9 Zopfmaschen der 8. Zopfreihe links. Und die Reihe mit dem zweiten Knäuel von Farbe 1 mit rechten Maschen beenden. Jetzt habt ihr das Prinzip. In der Weise wird gestrickt bis zur Hälfte des Tuches, bis ihr hier angelangt seid. Und dann kommen die Abnahmen. Wenn es nun losgehen soll mit den Abnahmen, weil ihr bei der Hälfte eurer Wolle angelangt seid, oder bei der Hälfte eurer gewünschten Größe, dann fangt ihr an, in jeder Hinreihe am Anfang die zweite und dritte Masche rechts zusammenzustricken. Also die beiden Maschen nach der Randmasche. Aber nur in den Hinreihen und der Zopf wird erstmal ganz normal weitergeführt wie vorher. Also Randmasche rechts und die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstricken. So, jetzt habt ihr eine Masche abgenommen, dann stricken bis zum Zopf und den im ganz normalen Zopfschema erstmal weiter stricken. So, bei mir wäre das jetzt hier die fünfte Reihe, die ansteht, eine normale Reihe ohne Verzopfung. 9 Maschen Zopf und dann die 7 Maschen Kraus. Wenn dann so viele Abnahmen erfolgt sind, dass hier nur noch 2 Maschen auf der Nadel sind in Grundfarbe, stricke ich die Randmasche noch in der Grundfarbe. Und strick dann die nächsten beiden aber schon mit der Zopffarbe zusammen. Und wenn dann nur noch eine Masche auf der Nadel ist, dann reiße ich den Faden ab und verdrehe noch ein letztes Mal. Und strickt dann nur noch in Zopffarbe weiter und höre gleichzeitig auch auf mit den Verzopfungen. Aber dann im gleichen Abnahmeschema weiter, also Randmasche rechts und dann 2 Maschen rechts zusammenstricken. So, dann erfolgen die Abnahmen im Zopfteil. Verzopfen tue ich dann nicht mehr. Und wenn dann nur noch 2 von der Zopffarbe auf der Nadel sind. Dann das gleiche Spiel wie eben. Die Randmasche stricke ich dann noch in der Farbe 2, also der Zopffarbe. Dann kommt die Farbe 1.
Strick die beiden Maschen wieder zusammen. Beende die Rückreihe in diesen Farben. So, und jetzt kann auch die Zopffarbe abgerissen werden. Dann jetzt die Randmasche schon in Zopffarbe gestrickt. Zwei Maschen rechts zusammen. Dann die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Masche. Und eine letzte Hinreihe mit einer letzten Abnahme. Dann sind danach nämlich wieder 6 Maschen auf der Nadel, und die 6 Maschen hatten wir auch ganz am Anfang beim Maschenanschlag, und dann werden die abgekettet. Dann habt ihr das Tuch gegenläufig beendet, genauso wie ihr es angefangen habt, und könnt alle Maschen abnehmen. Abreißen, durchziehen, und euer Tuch ist fertig. Gefällt das Tuch in locker gestrickt? Wenn euch das aber zu unordentlich ist, könnt ihr natürlich einfach fester stricken. Genauso, wenn ihr wie ich rechte und linke Maschen sehr unterschiedlich strickt, in unterschiedlicher Festigkeit, sieht man hier sehr deutlich bei mir. Ein bisschen wird sich das hinterher noch verteilen. Ich dämpfe ja auch immer abschließend noch mal einmal drüber. Ohne Kontakt natürlich, aber einfach locker drüber dämpfen, schön Dampf reingeben, erkalten lassen, wieder trocknen lassen, und dann egalisiert sich das meistens immer noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, schaut auf den Endscreen, da verlinke ich nochmal das Video zu rechten und linken Maschen, und dann bis zum nächsten Mal. Tschö!